Zum Verkaufen haben wir jetzt also nichts mehr. Das war aber nicht die Bibliothek, die ist im Norden. Das ist genau die vor uns. Das ist ein Büchergeschäft. Ich habe die Besenkammer gefunden. History of... Okay. Hier könnten wir... Babacek, das kenne ich. Das hat er mehrmals. Aber ich werde nur die Bücher lesen. Vor allem, weil es ja auch in Englisch ist. Werde ich nur die Bücher lesen, die wir finden. Ich habe jetzt auch keine Lust hier tagelang oder sagen wir mal wochenlang in, wenn man mal die Folgen bedenkt, hier, naja, mit Lesen zu verbringen. Wo komme ich denn jetzt wieder raus? Ach, Moment mal, da ist die Tür, ja. Okay, ich brauche einen Menschen. Da. Ich will weiterfragen. Okay. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, mehrere, am besten eine Million Gold zu kriegen. Das ist unser Ziel. Okay, Kiki, Libraries, Gilden machen wir noch nicht. Pawnshop, was sind das? Bauernshop war das, glaube ich, oder? President General Pawnshop. Moment mal, den kannten wir schon, oder? Ah ja, da waren wir vorhin drin. Miss, bleib hier! Weaponsmiths. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Local Temples, Tavernen, General, Castle Sentinel, waren wir schon. Regional, na, in irgendwas. Temples. Tja, lang lebe Akatosh hatten wir, glaube ich, den beten wir, glaube ich, an, oder? Der Gott der Zeit. Und Akai war der Gott des Lebens und des Todes. Die Bella war die Göttin der Schönheit. Julian war, glaube ich, oder Julianus heißt er, oder? Julianus, genau. War der Gott der Logik. Kynareth weiß ich nicht mehr. Mara war die Göttin der Mütter. Und Stender, oder war Stender der Gott der Logik? Nein, ich glaube, das war Julianus. Was gab's denn dann noch? Weiß es nicht mehr. Any fight is good. Locals Temples. The Knights of Iron. Da will ich jetzt mal hin. Im Norden. Dann reiten wir nach Norden. Wir müssen natürlich auf den Straßen bleiben, weil sonst haben wir ein Problem. Ich hoffe, Sie sehen es nicht. Niemand hat's gesehen. So, da vorne frage ich mal die, wieder nach. Hier die Person da. So, Local Temple. Immer noch im Norden. Das ist echt scheiße. Da gibt's endlich mal Soundeffekte, also richtig Hintergrundsound und sowas. Ein Hintergrundsound haben sie nicht mal. Also wir hören endlich mal was und dann ist das ein verbuggt. Das ist nicht wirklich schön. Aber ich frag mich, was die Bank bringt. Das Banksystem. Okay, ab hier werde ich wieder fragen. Hier, die da. Oh Mann. Westen. Noch ein bisschen im Wagen. Damit der sich das auch noch mit dazu kommt. Das ist dein Inn.
Moment mal, das ist ja schon die Stadtmauer. Okay, local temples. Why the hell would I... Don't know, don't care. Oh Mist, er weiß es nicht. Vorher habe ich noch welche gesehen. Und da ist auch schon die Nordmauer. Sie weiß es nicht. Der will es uns nicht sagen. Ja! Blau ist eine Gilde. Okay. Dann suchen wir nach dem Falschen. Machen wir mal Any Temple of Akatosh. Von in Atrilavan. Oh Mann. Okay, dann muss das Mix-Symbol noch etwas warten. Leider. Finde ich ein bisschen schade. Okay, aber dann haben wir fürs erste Mal alles durch. Was machen wir dann? Ich glaube. Ich gehe jetzt mal da vorne ins Innen, bloß damit die Geräusche aufhören. Oh, besser, oder? So, dann will ich hier speichern. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? 4.610. Da fehlen noch fast 99 Millionen. 999.000, so meinte ich. Das heißt, 1 Million fehlen noch fast. Und 196.000 für das Boot. Wenn ich mir schon eins kaufe, wenn ich so viel Geld sparen muss, dann kaufe ich mir schon das Richtige, wenn dann. Okay, tja. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich mache an dieser Stelle hier Schluss. Ich nehme sowieso schon seit etwa 3 Stunden auf. Ich glaube, 10 Minuten müsste ich noch aufnehmen, wären es 3 Stunden. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Bin schon gespannt auf eure Kommentare, die kommen werden. Und ich glaube, sofern keine Kommentare kommen, wie ich weiter... Oder wisst ihr was, was ich noch jetzt noch schnell mache? Ich schaue jetzt noch schnell nach, wofür das Banksystem gut ist. So. Daggerfall Bank. A bank is a place where you can... deposit gold and do other financial transactions. Almost every region in the Iliac Bay has its own bank account. Unlike subsequent Elder Scrolls games, gold in Daggerfall is not weightless. 400 gold pieces have a weight of 1 kilogram. Moment mal. Wird hier nicht angezeigt. Okay. Das wäre dann ein bisschen blöd. Dann würden wir jetzt schon 10 Kilogramm mit uns rumtragen an Gold. In Cameron sagt das auch, so ungefähr. Therefore, the amount you can carry at one time is limited by your strength and it is necessary to visit banks periodically to deposit the gold that you have accumulated during your adventures. The account is free, but banks from different regions are not connected with each other. That means, for example, you cannot access your account at the Bank of Daggerfall when you are in Sentinel. Wir sind denn gerade in Sentinel? Okay, das ist scheiße. Letter of credit. If you want to transfer gold from one region to another, or if you need more gold that you can carry, you need to obtain a letter of credit. The letter's value is defined when it is certified at a bank. The administrative charge for certification is equal to 1% of the letter's value. Therefore, if you request a 1,000 gold letter, 1,001 gold will be deducted from your bank account. Letter of credit weighs only 0.25 kilogram. Is automatically reduced in value by the appropriate amount when used for purchases and is accepted as a means of payment in nearly all situations.
some services, such as taverns, will only accept cash. Okay. Okay, das heißt, wir müssen uns mit dem Banksystem auseinandersetzen, weil wir nicht unendlich viel Gold tragen können. Das heißt, ich werde nachher vielleicht sogar noch in dieser Aufnahme, da mache ich doch noch nicht Schluss, werde ich noch zur Bank gehen und das Gold einfach ablegen, sodass wir nur noch 1000 Gold haben. Ich glaube, 1000 Gold werde ich mir immer behalten. Am Loan, you can borrow up to 1.100.000 Gold from a bank. You can only have one loan from a region's bank at one any time. The loan must be paid back within a year, 360 days, with 10% interest. If you do not pay back your debt one time, your reputation in the region may drop by 5 points. After about a month, your reputation will go up 1 point, but it will not improve further until you do something to improve your regional reputation. In addition, you cannot get a new loan until you pay back the old one. Note, in-game text indicates that if you do not pay back your debts on time, you will be pursued by headhunters sent by the bank. Auch lustig. However, this does not appear to be the case. Buy, sell a house. In every town or city where there is a bank, you can purchase one of many different homes. The cost of buying homes is extremely high, with the cheapest home... cheapest homes costing over 300,000 gold. If you own a house, you can sell it back to the bank at significantly reduced price. Houses acquired through nightly order requests can also be sold. Okay, only one home may be owned at a time. This is schade. Buy, sell a ship. If the bank is located at a seaport, you may also buy a ship. Two types of ships are sold. The smaller variety costs 100,000 gold, while the larger variety costs 200,000 gold. A ship can be sold back to any bank, even in cities that are not seaports, for a lower price. Only one ship may be owned at a time. Okay. Das heißt, wir kaufen uns doch das große. Okay, jetzt möchte ich mich noch mal ein bisschen schlau lesen. Vielleicht interessiert es euch ja, weil im Prinzip sehe ich hier nichts nach, sondern das ist nur eine Anleitung sozusagen. Das sind die Spiel... wie heißt das? Spielfunktionen. Ich meine, das Gold, 400 Gold ein Kilogramm wiegen, das wusste ich ja auch noch nicht. Und das sagt einem ja auch keiner. Das wäre bestimmt in der Anleitung schon, aber ich habe ja den Download durchgelesen. Das wird auch hundertprozentig nicht mehr verkauft. Höchstens, dass es noch ein, zwei Spiele bei eBay gibt, weltweit. Okay, auf was habe ich denn jetzt geklickt? Ships. A ship. Ah, Moment. Traveling through a Daggerfall can be Tidus task for any adventurer ready to slay a dragon. Be patient. First, you have to get there. Precise directions can't be provided, but there are ways to get there more quickly. When you first come to Daggerfall, you may be amazed by the size of the city. You may find that you only have your walking shoes to get from point A to point B. Murphy's Law usually dictates that the mage's guild that you want to visit is way over there on the other side of the city near the west gates, and you entered from the east gate. However, don't simply walk over there if you can't afford a decent horse. Run and jump to your nearest destination in the city. The citizens don't seem to mind you, and you will increase your skills levels as an added bonus. Ah, okay. You might as well start building your skills to increase your levels. Ich hab doch schon so viele Skills. Moment mal, wir müssen wahrscheinlich unsere Primary, was haben wir denn? Destruction, Zerstörung, Longblade, das erhöhen wir sowieso die ganze Zeit. Und Axt? Wir kaufen ab sofort Äxte. Also nicht kaufen, aber wir behalten sie. Und Major. Okay, keine Ahnung, was das ist. Naja. Und hier sind wir auch nicht gerade viel besser. Kurzschwert, ja. Ja, okay, Kurzschwert ist eigentlich auch egal.
Archery. Naja. A car costs 150. Septim space cost that can fluctuate with mercantile skill and the type of store you enter. This type of transportation also includes a horse, but it rides more like a mule. Still, it seems faster than walking and it costs very little stamina. An added bonus is you can now store all your precious belongings in a much bigger space. Ja, das finde ich echt geil. A horse costs 1000 septims. Base cost that can fluctuate with mercantile skill and the type of store you enter. You may find that a horse is much faster than a cart when you want to flee the city guards over slight misunderstandings. Plus, there's a little cost to your stamina levels. Unfortunately, a horse is much noisier sound-wise than a cart. You may be a bit annoyed at the clip-clop-clip-clop of the hoofs. Okay, also das Pferd ist schneller. A ship can't really take you anywhere in the city, but you can go to your ship, rest in it to recharge your batteries, then click on ship again and you're back in the city. Thus, you can still stay in the city and rest without getting arrested for vagrancy. Das ist echt geil. An added bonus is that you can store your precious inventory here without taking up space in your cart. Das ist auch geil. A ship can be bought through a bank for 100,000 gold points or 200,000. Warum steht da GP? Müsste das nicht eigentlich Septims heißen? In any port city, near of a body of water. Sentinel, the capital city, is a good example. Da sind wir gerade. Okay. All these modes of transport can be extended. Ja, okay. Okay, das ist wieder egal. Okay, dann interessiert mich jetzt noch das Haus. Okay. Daggerfall support character owned houses. This structure permitted one to rest uninterrupted from the town guards. Stockpile loot and otherwise serve as a status symbol. Houses are purchased from banks. Okay, wir können dort resten, ohne dass wir was zahlen, rasten, ohne dass wir was zahlen müssen. Wir können halt immer nur ein Haus kaufen. Ich glaube, wir kaufen uns ein Daggerfall, oder? Und wir können halt dort Sachen hinbringen. Okay, sonst noch was? Ach genau, Knightly Order. Das interessiert mich noch. Knightly Orders. Knightly Orders are the legions of knights doing the bidding of the regional leader. One may only join the one knight order since patch 1.4.1. einfach. The reward for performing knightly quests is increased reputation with the region's commoners and nobles rather than any monetary. Moment mal. Ich glaube, das ist eine Gilde, oder? Ja. Da gibt es verschiedene. Ja, dann... Wie war das nochmal gemeint? Ach, Häuser sind benötigt, um Knightly Order Quests zu machen. Okay, irgendwie sowas. Na gut, dann haben wir das jetzt schon mal gelöst. Dann gehe ich jetzt noch zur Bank. So, wo waren die? The Rat and Cat. Oh, da ganz unten. Okay, das Pferd war das schnellste. Nach Süden, 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 Süden. Da lang. Ich hoffe, das ist nicht verboten. Ich weiß nicht, wieso der mich verfolgt hatte. Normalerweise dürfte das gar nicht verboten sein, oder? Ah, da ist der Eingang. Hä? Okay. So, bisschen noch, glaube ich, oder? Ich glaube, hier unten kann ich jetzt mal nachsehen. Nein, kann ich nicht. Ich habe nur ungefähr noch ein bisschen mehr als denselben Weg, den ich eben schon habe.
muss ich halt nochmal gehen. Schummeln. Ich hoffe, mich sieht keine Wache. Ha! Da ist der General Store. Und das nein. Nein. Wo ist denn hier die Bank? Da! Ah, okay, ich muss stehen bleiben. Dann hört er auf. Okay, wir werden sowieso erstmal hier im Sentinel bleiben, denke ich. Oder sollen wir nach Daggerfall reisen? Wisst ihr was? Ich speichere hier vor der Bank und entscheide mich bis zum nächsten Mal. So, aber jetzt ist wirklich Schluss. Wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Aufnahme. Wie bereits gesagt, bin ich gespannt auf eure Kommentare und wie ich mich bis zum nächsten Mal entscheiden werde. Ciao!